Ja, hallo Freunde und herzlich willkommen zurück bei Star Citizen. Ja, letzte Folge haben wir uns in den Greycat Rock gekauft und ich will heute auf jeden Fall ein bisschen Rock Mining mit euch machen. Ich habe überlegt, wie es am besten jetzt da weitergeht, denn wir brauchen ja ein Raumschiff, um den Rock zu bewegen. Ja, ich weiß, man könnte auch theoretisch durch die Gegend mit dem Rock selber fahren, aber naja, die Monde sind zu groß, die Planeten auch. Und die Steinchen, die man finden könnte, sind extrem schwer zu finden zu Fuß oder, naja, halt im Bereich fahren und sind auch viel zu sehr verstreut. Das lohnt sich kaum und macht auch einfach keinen richtigen Spaß. Das Spiel ist dafür einfach noch nicht ausgelegt, rumzufahren. Das kommt irgendwann später. Also habe ich mir überlegt, was machen wir? Nun, dann habe ich überlegt, wir könnten uns ja eine Cutlass Black ausleihen. Das würde wahrscheinlich gerade so reichen, das Geld. Dann ist mir aber eingefallen, es ist ja Freefly. Und beim Freefly kriegen wir ja kostenlose Raumschiffe für eine gewisse Zeit. Und habe ich überlegt, ist das vielleicht ein bisschen Cheating? Und dann ist mir eingefallen, nee, ist es eigentlich nicht. Denn es kann ja jeder machen. Und es kommt auch immer mal wieder, fast schon regelmäßig kommen die Freeflies und es sind auch immer dieselben Schiffe in etwa, die man da bekommt. Und es gilt ja auch nicht nur für neue, sondern auch für bestehende Accounts. Und deswegen habe ich mich entschieden, dass wir hier mitmachen und entsprechend diese 5 Raumschiffe, gut, die Aurora haben wir sowieso, aber die anderen entsprechend uns freischalten bis zum 25. Februar. Ich denke, das ist ganz sinnvoll, gerade für den Einstieg, dass man sowas dann mitnimmt, ne? Und wir könnten sogar theoretisch normal minern mit der Prospector. Ich sehe es jetzt gar nicht richtig im Bild, egal. Wir haben eine Cutlass Black, eine Nomad, eine 100i und gut, die Aurora haben wir sowieso. Insofern eigentlich eine super Sache. Ich werde euch das unten nochmal verlinken. Es läuft noch bis zum 25., also nicht mehr allzu lange, aber wenn ihr es noch nicht gemacht habt, hier Code eingeben, unten eingeben, hier Apply Coupon drücken und dann habt ihr das Ganze freigeschalten und könnt das also auch machen. So, deswegen werden wir heute mit der Nomad und dem Greycat Rock Rock Mining machen. Eine wunderbare Sache, wie ich finde. Und ich habe es mir auch schon hergeclaimt, wird ja alles, das ist wichtig für euch zu verstehen, wenn ihr solche Schiffe freischaltet, über so ein, ja, also über ja, Echtgeldkäufe oder über solche Events, dann werden die an eure Hauptlocation geliefert, also die Main Location, also die, wo ihr ganz zu Beginn das erste Mal eingeloggt habt, in meinem Fall Area 18. Wenn ihr es woanders haben wollt, müsst ihr es euch eben dahin claimen. So, die Nomad, die nehme ich aus zwei Gründen. Erstens, weil sie das beste Einsteigerschiff im Spiel ist und ich sie euch einfach mal bei der Gelegenheit hier zeigen kann. Das ist ganz praktisch. Der zweite Grund ist, dass die Cutlass Black, die würde ja auch gehen, die hat immer noch diesen Bug, dass sie nach unten fällt von selbst, die ganze Zeit beim Fliegen. Und das nervt einfach tierisch und deswegen nehme ich jetzt die Nomad. Die ist eh besser. In dem Sinne. Wir können hinten dann den Greycat Rock auf die Ladefläche draufladen, das ist der Plan. Und dann können wir schön entspannt minern. Das machen wir auf Aberdeen oder auf Areal? Ich überlege gerade. Wir sind ja jetzt hier bei Hurston. Ja, nehmen wir Aberdeen, würde ich sagen. Bei Areal geht's auch. Das Problem bei Areal ist immer, du hast dort sehr, sehr viele Steine. Warte mal kurz. Pad 1. Du hast da sehr, 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 sehr viele Steine, also normale Steine. Und dort spawnen die Rocksteine unter diesen Steinen. Das heißt, du kommst gar nicht ran. Das Problem hast du bei Aberdeen nicht oder fast nicht. Und insofern ist das eine sehr, sehr gute Location. Wir mal gespannt, wie es klappt. Auf jeden Fall, ich meine, es kann ja nicht viel schief gehen. Wir haben den Rock gekauft, wir haben kein Risiko. Wir können also ganz gemütlich jetzt ein paar Folgen, mal sehen wie lange, farmen, das ein bisschen ausnutzen, dass wir jetzt das Zeug haben und ordentlich Kohle machen. Denn das Rock Mining ist zwar nicht mehr so geil wie früher, weil sie das ein bisschen mit dem Scannen verkackt haben. Leider. Aber es ist trotzdem noch sehr, sehr rentabel. Und genau deswegen machen wir das jetzt. Und ja, das ist die Nomad hier. Ich habe sie schon in vielen Videos gezeigt. Ich selber nutze sie ja kaum, aber sie ist wirklich, also ungelogen, eins der besten oder ja, eigentlich, sie ist das beste Einsteigerschiff im Spiel. Sie kostet ein paar Euro mehr als eine Avenger oder eine Aurora, aber sie ist das wirklich wert. Also definitiv. Ihr habt einen richtigen Innenraum. Ich zeige es euch mal bei der Gelegenheit mal ganz kurz. Ne? Ihr habt hier links so ein Schränkchen für später, um was abzulegen. Rechts ist ein Klo dabei. Warte, so. Ja, kann man also auch alles machen. Hier ist Komponentenzugang. Ihr habt hier so einen kleinen Innenraum, ein bisschen wie bei der Avenger, nur ein bisschen größer und ein bisschen hübscher. Ne? Ist gerade ein bisschen dunkel, weil das Licht dann noch nicht an ist. Eine super Sache mit Bett und Auslog-Funktion. Alles hier richtig schicki. Könnt ihr hier noch so einen Stuhl rausfahren. Und eine Küche ist auch noch mit dabei. Also es ist ein richtiger Wohnwagen.
und hat eben hinten drauf diese Fahrzeug- und Frachtrampe. Ich habe gerade vergessen, wie drauf passt. Ich glaube, es waren 26 SCU oder waren 36 oder irgendwie sowas in der Drehe. Ist nicht die Welt, aber ist schon ganz okay. Kann man machen, kann man durchaus nutzen. Wie gesagt, der Rock passt genau drauf, ist wie dafür gemacht und das ist eigentlich optimal. So, und dann würde ich sagen, geben wir mal ab. Zack. Ja, hat er hier diese Hoverkufen, die dann so schön einfahren. Und ist auch ein schönes Schiff eigentlich. Es ist halt so ein bisschen so eine Flunder oder so. Aber irgendwie doch ganz cool. Ja, pass auf, wir machen es mal. Wollen ja auch nicht hier alles verquatschen. Können dann sowieso beim Mining noch eine ganze Menge quatschen. Ich habe auch ein paar Themen mitgebracht, denn fürs Mining ist es immer ganz wichtig, dass man nicht nur minert und dann erzählt, oh, ich mine jetzt diesen Stein da, das ist total spannend, guckt mal zu, sondern noch ein paar andere Dinge auf Lager hat. So, na komm schon, Quantum Drive, enttäuscht mich nicht immer. Übrigens, bei der Nomad müsst ihr aufpassen, ihr seht es gerade, die bremst wirklich beschissen. Also selbst mit Afterburner, guck mal. Ne? Das ist nicht gut. Also da wirklich aufpassen, wenn ihr irgendwo hinfliegt, gerade zu einer Station oder so, dass ihr nicht zu schnell seid. Denn sie beschleunigt fantastisch. Nach vorne quasi. Das hier, das geht super. Guck mal, zack. Mit Afterburner. Aber beim Bremsen versagt eigentlich alles. Das ist aber auch, glaube ich, gewollt. Das ist so designtechnisch der Grund. Das Ding ist quasi wie, ja, wie so ein kleiner LKW oder wie heißen denn die Pickups? Ne? Pickups heißen die. Aber ich glaube, ein Pickup bremst besser. Aber liegt vor allem an den Rädern. Die haben wir ja hier nicht. Im All. So, und dann suchen wir uns hier eine Location aus, wo wir... Ja, das ist gut. Wo wir einen Rock spawnen können. Einen Rock spawnen könnt ihr immer bei... Quasi bei jeder Mining Location. Also HDMS, wie das hier heißt, ne? Das da. Heißt Hurston Dynamics Mining... Irgendwas. Das S habe ich vergessen. Auf jeden Fall, das ist ein Mining-Posten. Gibt auch A-Corp Mining Area, Shubbing Mining Facility und so weiter. Könnt ihr immer, das sind immer solche großen Stationen, wo ihr einen Rock spawnen könnt. Und das ist auch noch ganz, ganz wichtig, ihr könnt dort auch diese Steinchen gleich verkaufen. Also ihr müsst nicht extra zur Börse oder so, die nimmt das übrigens auch gar nicht, sondern ihr könnt das bei jedem Administration Office verkaufen oder eben direkt hier bei einem der Mining-Posten. So, und hier muss man jetzt echt aufpassen, dass wir hier nicht zu schnell runterrattern. Das wird ein kurzer Ausflug. Naja. So. Generell, was sich immer noch anbietet beim Mining mit dem Rock, wenn ihr hier im Power-Dingsbums, in dem Machtdreieck quasi, möglichst viel Energie auf den Afterburner lenkt. Also quasi auf die Triebwerke. Denn ihr braucht den Afterburner häufig mal, um schnell zu bremsen oder so. Dann ist es mal ganz praktisch. Dass sich auch schnell wieder auflädt. Das gilt aber für alle Schiffe, also das könnt ihr generell immer machen. Schilde, Waffen brauchen wir hier eh nicht. Könnt ihr alles auf Standard lassen. So, und dann suchen wir uns mal ein schickes Landing-Pad aus. Es ist ein wunderbarer Tag, es ist schön hell, besser geht's nicht. Nehme ich gleich das Große hier. So, N-Taste. Ach Mist, ich hab's schon ausgefahren gehabt, ne? Naja, dann halt nochmal. So. Zack, eine schöne Landung hier in der Mitte. Ah, Bilderbuchlandung. Bilderbuch. So, was ebenfalls wichtig ist, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, immer auf die I-Taste drücken. Ganz, ganz wichtig. Denn die Winde auf den Planeten oder Monden, die könnten sonst dafür sorgen, dass das Schiff sich selbstständig macht. Wenn ihr auf I drückt, kommt das in der Regel nicht vor. Guck mal, jetzt haben wir nochmal hier schön Licht drin im Schiff. Ah, es ist toll. Und überall hier oben kann man, ist alles so schön haptisch, kannst alles aufmachen, da sind die Komponenten drin, hier die Schildgeneratoren zum Beispiel. Wie, was ist das hier? Sieht aus wie Kühler? Weiß es nicht. Wird später wichtig, um das auszutauschen oder zu reparieren. Ja, Küche zum Kochen und so weiter und so fort, ihr kennt es ja. Ach ja, es ist noch so viel an Gameplay nötig für später. Noch so viele Mechaniken offen, schon krass, wenn man drüber nachdenkt. Das ist noch ein langer, langer Weg vor uns. Übrigens auch schön bei der Nomad, es kann euch im Prinzip keiner ins Schiff folgen. Ne? Durch diese Leiter, wo übrigens auch Kurierpäckchen, wenn ihr sie in der Hand habt, mitgehalten werden, ist kein Problem. So, und hier haben wir den Cargo Bay und den können wir öffnen. Dann fährt der so schön runter. Fährt noch ein bisschen aus und dann können wir hier ganz
wirklich ganz entspannt hochfahren mit dem Rock. Wir haben ein Problem, wenn wir hier minern, nämlich das da unten, 10 Minuten. Das ist ein bisschen kurz, allerdings haben wir natürlich den großen Vorteil, wir fliegen ja im Raumschiff bis zu der Location, wo wir abbauen. Und dann bauen wir nur noch ab. Das heißt, wir haben keine Fahrtzeit in dem Sinne, wo wir hier, wo das hier runterzählt. Ne? Und insofern das ist kein Problem. Es kann sein, dass wir zwischendurch mal kurz aussteigen müssen aus dem Rock, mal ins Schiff abkühlen. Das ist aber jetzt nicht so wild. Man kann sich auch Equipment kaufen, habe ich jetzt nicht gemacht. Also eine Rüstung, die die Hitze oder auch Kälte, je nachdem, wo man halt ist, besser abhalten kann. Habe ich jetzt, wie gesagt, nicht. Muss man auch nicht unbedingt haben. Geht auch ohne. Ist alles mehr oder weniger optional. So, Greycat Rock, den muss ich mal kurz hierher holen. Zack. Dauert 14 Sekunden, ich kann es aber beschleunigen. Ah, komm. Nicht eure Zeit hier verschwenden. So, Greycat Rock. Oder können wir den dann direkt loslegen? Ach, schön. Ich will auch nochmal kurz hier in diesem... Ich meine, es ist kein Guide. Ihr wisst ja, es ist halt ein Let's Play. Aber so ein paar Tipps und so versuche ich immer auch mitzugeben. Beim Greycat Rock Mining will ich auch noch ein paar Sachen dazu sagen gleich. Weil viele wissen das noch immer nicht, wie das genau geht und so weiter. Obwohl ich das schon ein paar Mal gezeigt habe im Let's Show. Aber ist kein Problem. Kriegt mal hin. Wir fahren erstmal jetzt auf die Rampe drauf. Ach, schön, wie es da steht. Die kleine Nomad. So, Feuer frei. Und ihr seht, im Fahrzeug würde theoretisch, wenn ich jetzt hier rumfahre, ne, dann würde er hier runterzählen und irgendwann ist dann, ist es dann zu heiß und dann sterbe ich daran. Das wollen wir ja nach Möglichkeit vermeiden. So, einmal hier ruf. Mal aufpassen, hier ist ein kleines Lämpchen da. Dann wende ich nochmal ganz hübsch. So. Dann fahren wir hier. Ah ja, geht noch hübscher. Guckt, dass er möglichst gerade drauf steht, sonst backt es manchmal rum. Immer mitdenken, ne? Ihr wisst ja, immer für den Server mitdenken. Vorausschauendes Spielen ist ja angesagt. So, aber ich denke, das passt so. Z. Man kann auch ausmachen hier, aber das geht eigentlich alles wunderbar. So. Und dann fahren wir die Rampe hoch. Das ist ganz, ganz wichtig. Man kann es auch unten lassen, aber das backt auch gerne mal rum. Deswegen... wieso ist er nach vorne gefahren? Na gut, aber er steht. Ich hätte noch ein bisschen weiter hinterfahren müssen, glaube ich. Egal. Das passt so. Hoffe ich jedenfalls. Wir werden es merken, wenn er runterfällt, muss ich halt nochmal kurz landen. So, und dann gehen wir auf die Suche nach den kleinen Edelsteinen. Denn Rock Mining bedeutet... Wieso ist mein Klo offen? Zu. Rock Mining bedeutet, dass wir nicht etwa die normalen, ja... Steine suchen, die ihr auch gerade schon im Bild gesehen habt, diese normalen Mining-Steine. Sondern eben richtige Edelsteine. So, warte mal, erstmal kurz gucken, ob der jetzt hier stehen bleibt. Ja, macht einen guten Eindruck. Wie geht das? Also, wie gesagt, diese da brauchen wir nicht. Ne? Das sind die für die Miss Prospector oder für die Argo Mole. Wir brauchen die kleinen. Die kleinen haben aber ein großes Problem. So, das will ich euch mal ganz kurz hier demonstrieren. Normalerweise können wir ja scannen. So, und dann sehen wir hier normalerweise diese Dinger. Jetzt kann ich mich dahin drehen und kann das hier scannen, der linke Maustaste, und dann wird mir angezeigt, wie viele Steine da sind. In dem Fall ist es einer, also ein normaler Stein. Ne? 5000 ist ein Stein. Gucken wir mal kurz da drüben nach, wie sieht es da aus? So, da haben wir zwei Steine, das sind 10.000. Das Problem ist, auf diese Weise finde ich leider nicht die Rocksteine. Die Rocksteine finde ich anders, nämlich indem ich quasi die ganze Zeit mit einer gewissen mittleren Geschwindigkeit, so 100, 200 Meter pro Sekunde, über diesen Planeten oder Mond hetze und die ganze Zeit das hier mache. Die ganze Zeit pingen, pingen und pingen. Denn was wir suchen, ist, dass ein solcher Würfel hier auftaucht, mit einer Distanz von unter 2000 Meter. So plötzlich, so aus dem Nichts heraus, könnte man sagen. Und das sind dann Edelsteine. Ne? Hat CRG verkackt, das Scanning, und bis heute nicht gefixt. Ich weiß nicht genau, warum. Ist, aber es ist einfach so. Ne? Warte mal kurz, ich muss mal hier das abbrechen. Irgendwas hält er hier die ganze Zeit. Es ist eben einfach so, wir müssen damit leben. Und wir können auch damit leben, das geht schon. Es ist halt dadurch wirklich schade. Früher war das wesentlich besser. Da waren sie schon weiter, sind dann quasi wieder einen Schritt zurückgegangen. Ich weiß nicht genau warum.
Da war das so, du konntest auf 7, 8 Kilometer, genauso wie die anderen Steine auch, konntest du eben auch ja, pingen, konntest dich hindrehen und dann mit der linken Maustaste das Gebiet scannen. Und dann war dort nicht 5000 oder 10.000, sondern irgendeine verwurstelte Zahl. Also irgendwas mit 12.377. Und dann wusstest du, aha, das sind Rocksteine, weil nur die haben diese krummen Zahlen quasi. Naja, sie haben es verkackt, wie im Leben damit, das passt schon. Das geht schon seinen Gang. Kann sich halt ein bisschen hinziehen, ne, je nachdem. Aber wie gesagt, es ist ja auch jetzt nicht besonders aufwendig. Ich kann auch ein bisschen schneller fliegen, theoretisch. Halt nicht zu schnell, weil die Bremsen halt Mist sind. Aber so geht das schon. Ja. Ansonsten die anderen, die normalen Mining-Steine, die könnt ihr auf große Distanzen quasi pingen. Wobei das eigentlich ehrlicherweise auch unsinnig ist, weil die seht ihr ja sowieso auf 4 bis 5 Kilometer Entfernung von alleine. Ja. Die ploppen dann einfach von sich aus auf, auch wenn ich nicht scanne. Ja. Dann habt ihr halt dieses Steinchen. Oh, da! Da haben wir's! Da haben wir Rocksteine! Das Scanning ist sowieso ein Thema für sich. Machen wir mal in dem Let's Show oder in dem Let's Talk. Reden wir mal ganz ausführlich über das Scanning. Das ist nämlich irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. So, aber das hier ist schon was Halbes und sogar was Ganzes. Es sind ganze 3 Edelsteine. Und das ist schon mal ganz geil. Das können wir theoretisch noch mal gucken, was es ist. Können wir das scannen? Ah, will er nicht? Ah, doch, jetzt. Das macht er. Man kann es auch an der Farbe erkennen. Aphorit. Ne? Es gibt 3 Stück. Hardanit, Aphorit und Dolivin. Ich glaube, Aphorit war das mittlere. Dolivin das billigste und das beste ist Hardanit. Also am besten sucht ihr nach Hardanit, aber andererseits, man kann auch einfach mal so landen hier und das mal mitnehmen. Ne? Im geschenkten Gaul. Es ist ja jetzt wirklich schnell gegangen. So. Dann fahren wir den Rock runter. Genau deswegen muss da immer so ein bisschen aufpassen mit dieser blöden Rampe. Der große Vorteil bei der Nomad ist, ihr kommt recht leicht wieder ins Schiff rein. Ich glaube, so geht's, oder? Warte mal, ich fahre nochmal ein Stückchen nach vorne. Ah, das sieht besser aus. Ihr müsst halt eine solide Position finden, wo ihr landen könnt. Ja. Und ich glaube, das ist hier recht solide. Die schwebt jetzt hier rum. Wichtig ist halt, dass sie mit Rock wieder hinten drauf kommt. Das sieht ja ganz solide aus. Ne? Da ist es immer ein Abstand. Aber das geht noch. Das kriegt der Rock hin. Und wichtig ist auch, dass sie über ins Schiff reinkommt. So. Dann wollen wir mal. Ah, Rock Mining. Immer wieder nett. Und free Geld. Ne? Also, das ist schon ziemlich rentabel. Wir meinen die jetzt mal weg, die 3 Brocken. Da sind sie nämlich direkt. 1, 2, 3. Und gucken dann mal, was wir da rausgeholt haben. Es ist übrigens immer noch verbuggt, das Einsammeln. Hat CLG noch immer nicht gefixt. Das scheint sich hinzuziehen. Es ist also kein Hotfix, den sie da machen können. Sie müssen das wahrscheinlich richtig patchen. Naja, ist halt so. So, immer schön langsam. In der Ruhe liegt die Kraft. So. Und dann fahren wir einfach mal das Stückel darüber. Und ihr seht, glaube ich, schon, ja, ihr seht es, einer der Steine ist unter dem Brocken da drunter. Also wir können nur 2 abbauen wahrscheinlich. Ich guck mal, vielleicht geht auch der 3. So. Ah nein, jetzt ist das wieder verbuggt. Das Fadenkreuz ist verbuggt. Nein! Das ist schlecht. Ja, das ist jetzt natürlich ungünstig. Warte, ich muss mal kurz aussteigen. Es sind so viele Bugs einfach mit diesen blöden Mining-Vehikeln. Aber sie sind halt trotzdem rentabel. Das ist das Schlimme daran. So, na komm. Ich kann das Fadenkreuz nicht bewegen. Das ist halt echt... Ne, ihr seht, ich kann den... Es geht einfach nicht. Ich weiß nicht, warum. Was ist denn das jetzt hier? Och, komm schon, Spiel. Ist doch ein Witz. Hallo, Fadenkreuz. Tja, das ist natürlich wirklich doof. Ich kann mich nur umgucken.
CRG, CRG, was machen wir nur mit euch? Cargo Bay. Tja, was mache ich denn da? Irgendwie konnte man das doch fixen, ne? F-Taste geht nicht. Ah, G-Taste. Mit der G-Taste, ja, alles klar. G-Taste geht. So, und ihr seht dann, ne? Der eine ist in dem Stein drin gespawnt. Aber lieber zwei als keiner. So, einmal abbauen. Ist kein großes Hexenwerk, ne? Ihr kennt es vom normalen Mining. Das Rock-Mining ist generell noch relativ stumpf. Also da gibt es noch keine besonderen Besonderheiten. Das ist recht entspannt. Ist halt, mal gucken, der kühle Bereich ist halt immer sehr klein. Aber da wackelt nicht allzu viel. Das ist auch nicht instabil groß oder so. Das ist... Man massiert den Stein halt ein bisschen, ne? Irgendwann bricht er dann. So. Immer auf die Zeit unten links gucken. 8 Minuten, das passt. Das war der erste. So. Dep, 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 dep. Aphorit, Aphorit. Das sieht jeder. So. Ab und runter. Das sieht doch gut aus. Muss mich da aber ein bisschen konzentrieren im grünen Bereich. Kein Bock, dass es hier irgendwie mir gleich um die Ohren fliegt. Aber so hast es doch. Zack. Und den kriege ich. Ah, vielleicht kriege ich ihn noch. Es sieht gut aus. Ich glaube, ich krieg den noch. Ja. Oh, da haben wir aber Glück, Freunde. Kann sein, dass einige Steinchen dann festhängen, aber... So, ich kann abbauen. So. Nein! Runter, runter, runter. Hoch, hoch, hoch. Ein Stückchen hoch wieder. Also runter. So. Jawoll. So, Rechtsklick und dann einsammeln. Und dann kommt der lustige Bug. Der lustigste Bug, seit es Rock Mining gibt. Die streiten sich nämlich. Die streiten sich, wer ans Fenster darf. Es kann halt nur einer. Und naja. Aber es füllt sich. Ihr müsst einfach geduldig warten, bis die Steine sich ausgemehrt haben und dann erst die nächsten ranholen. So, 2, 1, 0. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich immer, weil ihr seht unten, die Survival-Zeit geht halt runter. Ne? Und das zieht es halt immer mega nervig in die Länge. Das ist ein furchtbar ekliger Bug. Aber sie haben zumindest gesagt, dass sie den Bug schon kennen und an dem arbeiten. Er liegt am neuen Inventarsystem, weil man das nicht stacken kann irgendwie, keine Ahnung. Ist mir auch egal. Wichtig ist, dass sie das irgendwie bald mal fixen. Es ist halt nervig, ne? Aber es ist jetzt kein Gamebreaker oder so. Es ist schon okay. Es geht. Muss ein bisschen Zeit immer mitbringen. Lalalala. Und irgendwie sieht es auch mal ganz lustig aus, wenn so ein paar Dinger rumfliegen. Da kommen die nächsten hier. Manchmal geht es auch nicht rein, dann einfach sein lassen. So, und ihr seht, wir haben schon 4 von 80, bald 5 von 80. Und das sind nicht SCU, sondern das sind CSCU. Also quasi Centi, glaube ich, ist das dann die Abkürzung. Ja, wir haben ja Micro-SCU, das ist unser normales, persönliches Inventar. Wir haben diese CSCU. Und dann haben wir noch die normalen, SCU. Aus dem normalen Handelssystem quasi. So. Nächsten. Ich muss mich auch mal ein bisschen beeilen gerade hier. Sonst verbrenne ich noch irgendwie meinen Arsch gleich. So. Na, komm rein. Ja, schön alles mitnehmen. Ich glaube, an die da komme ich wahrscheinlich nicht, oder? Gehe ich noch unterm Stein raus? Nee. Ja. Die kriege ich leider nicht.
Gut, passt aber so. Und jetzt fahren wir erstmal wieder hier zurück. Ich muss mich erst ein bisschen beeilen. Wollte eigentlich zwischendurch mal raus, aber jetzt wollte ich doch, doch gleich diese drei Steine haben. Ach Mist, ich muss falsch rum. Ich muss andersrum drauf fahren. So. Denn ihr seht schon, es wird langsam warm. Meine Körpertemperatur ist jetzt gleich bei 40 Grad. So, zumachen war hier. Und dann gehen wir schnell wieder in die gekühlte Nomad. So. Am besten einmal auf H drücken, Helm kurz abziehen. Wenn H-Taste geht. Okay, sie geht nicht. Dann mache ich es mal kurz so. Oh, ich glühe schon, guck mal. Ich seh ein bisschen aus wie der Teufel. Hallo. Hallo Kinder. Wie geht's euch denn so? Ich bin der rotäugige Mann. Das ist aber ein Grafikbug. Also es ist einfach irgendwie, glaube ich, ein Fehlerchen. Naja, aber es ist nicht so schlimm. Also, wobei, eigentlich sieht es ganz geil aus. Ein bisschen wie so ein Fantasy-Rollenspiel. Der Vorteil ist halt, wenn ihr Helm runternehmt, dann habt ihr schneller eine Abkühlung. Ne? Weil wenn das zu lange dauert, dann habt ihr irgendwann Durst. Und leider geht der Wasserhahn hier nicht. Das ist das Problem. So, wollen wir nochmal ganz kurz raus. Kurz mal den Helm noch wieder anziehen. Sagt man eigentlich Helm anziehen? Oder sagt man Helm aufsetzen? Wieso ist eigentlich meine Musik so leise? Also sieht nehmen. So. Open Ladder mache ich mal kurz. Ich will mal kurz eben schauen, wie viel wir rausgeholt haben. So, komm mal her. Mal gucken, ob wir hier rankommen. Und das Inventar. Oh, das war. Ich glaube, das war ein Fehler. Oh, egal, Hauptsache ich komme ran. So, wie viel haben wir denn hier? 1, 2, 3, 4, 5er Reihe ist das. Oh mein Gott. Also, ja gut, wir haben 10% von 800.000 Micro-SCU. Also wir haben quasi 80 Steine sind das, ne? Es müssten 80 Steine sein. Genau, eine hat 1000 Micro-SCU, wir haben 800.000. Hier sind es aber 800. Hä? Ist zu laut die Musik. Warte mal kurz. So. Ich habe gerade irgendwie einen Denkfehler. Wir haben 800.000 Micro-SCU. Ach so, ja doch. Nee, klar. Stimmt. Genau. 800.000. Davon haben wir jetzt, also mal 0,1. Davon haben wir es 80.000 belegt und einer ist 1000 schwer. Also durch 1000. Genau. Also wir haben genau 80 Aphorit-Steine. So, jetzt habe ich es. Und ein Aphoritstein, wenn wir gerade in den Handelsplan schauen, wir haben jetzt Aphorit, ich kann es euch auch mal kurz zeigen hier, Aphorit hat einen Wert von 150 oder 152, das sind immer dieselben Preise, also wir können es auch ganz exakt rechnen, also mal 152,5. Das heißt, wir haben jetzt 12.000 Tacken hier mal eben abgebaut. Das ist schon gar nicht so schlecht. Ne? Also, ich meine, das ist schon ziemlich gut. Hananit wäre sogar das doppelte Wert. Muss nur wieder herauskommen. Hier unten durchkraxeln. Ja, kraxeln geht. Sehr gut. Irgendwie geht's immer. Komm, steh auf. Wodurch gehe? Kann ich hier raus? Ich hänge hier. Oh. Ah, hier kann ich, glaube ich. Hier ist besser. Steh auf, Junge. Jetzt hängt er hier fest. Ah, ich sehe nichts. Was macht denn der? Los, geht da durch. Er steht auch nicht auf, ne? Wieso steht er nicht? Wieso habe ich eigentlich ein Loch in der Hose? Meine Hose ist kaputt. Hilfe. Mist, ey. Blöder Rock. Geh aus dem Weg. Ach, du komm schon. Der steht halt wirklich nicht auf, ne? Er muss nur aufstehen.
Kann ich mich hier reinsetzen? Komme ich so rein? Verdammter Mist. Hilfe? Oh, er ist aufgestanden. Oh, Gott sei Dank. Das ist wirklich der unbeweglichste Typ im gesamten Verse. Das gibt's doch nicht. Was stimmt denn mit dem Charakter nicht? Los! Quetsch dich doch da durch! Er springt auch nicht ordentlich. Hilfe? Ich kann... Eigentlich müsste ich... Ach, fuck, ich weiß warum. Weil hier nicht die Schwerkraft des Mondes gilt, sondern die Schwerkraft von diesem blöden... Von dieser blöden Laderampe. Und er kann natürlich auch nicht klettern, er kann halt nichts, ne? Der nutzloseste Typ im Verse. Er kann nichts. Ah! Aber es geht, ich bin mir ganz sicher, dass es geht, warte mal. Brauch ein bisschen mehr... Wir müssen uns mehr Mühe geben. Also, Ansage, macht es nicht nach, es funktioniert nicht, guckt einfach dann beim Mining-Posten, wenn ihr habt. Ist die sicherere Variante. Boah, fast. Ach. Nein. Mach ich ihn jetzt? Scheiße. Ach, Mann. Kann ich... Ich kann auch nicht rein hin, ne? Er lässt mich halt auch nirgendwo wie rein. Ach, scheiße. Ich will hier nicht sterben auf diesem blöden Mond. Nein. Das wäre halt echt peinlich. Aber ich kann es nicht ändern. Dieser dumme Charakter. Kann ich mich... Warte mal, kann ich mich... So hier durchcheaten? Der Animation... Nee, kann ich nicht, ne? Kann ich mich... Oh, fuck, ey. Okay, wir haben noch 3 Minuten. Ich brauche einen Plan. Ich hätte nicht gedacht, dass Mining so aufregend ist. Kann ich mich vielleicht... Ich hab eine Idee. Kann ich mich denn eventuell... Attention, Actions, Player, Emote, Dance. Na toll. Du sollst tanzen, Junge. Das ist der falsche Tanz. Ach. Ich will ja nicht sterben. Was mache ich denn da? Da muss ich auch wirklich sagen, also auch wenn das jetzt vielleicht so ein bisschen, also ein bisschen sehe ich den Fehler schon auch bei mir, aber wirklich nur ein kleines bisschen. Eigentlich müsste der Charakter doch klettern können, hier hoch oder so. Wo ist das Problem? Wieso geht das nicht? Oh, ist eine Alpha. Ja, ich weiß. Verdammtes Spiel. Ach. Wenn ich wenigstens hier rauf käme. Wenn wenigstens die Schwerkraft, weißt du? Ach, Mist. Okay, 1,40 haben wir noch. Wenn mich nicht irgendwie reinbacken... Weißt du, sonst kann man sich überall reinbacken, aber hier geht's natürlich nicht. Ich versuch's noch mal kurz mit Tanzen. Dance. Los, tanz! Tanz für mich! Geht nicht. Scheiße, Mann. Ah, es ist doof. Vielleicht kann ich irgendwie hier so ein bisschen hoch. Es geht alles nicht, ne? Okay, ich versuch's nochmal mit Kraxeln. Ja, ja, jammer nicht, Charakter. Ist deine Schuld. Du kommst hier nicht durch. Ich friere HP. Los, geh da raus. Dass der auch nicht aufsteht, ne? Steh auf! Drück sogar Leertaste. Ah.
Ja, also ich fürchte, wir werden jetzt hier sterben. Das ist sehr, sehr ungünstig. Und nervt mich gerade. Aber so ist das Spiel. Es gibt es und es nimmt es auch wieder. Es nimmt dir alles, wenn du irgendwie einmal nicht aufpasst. Ich bin umgefallen. Oh Gott! Aber auch hier komme ich nicht raus, ne? Nee. Das ist halt so eine Scheiße mit diesem blöden, verdammten... Oh Gott, ich komme raus! 3, 2... Fuck! Ich bin untot, glaube ich. Ich bin wie die komischen Typen von Fluch der Karibik. Ich kann nicht sterben, aber tot bin ich auch nicht. Okay. Nun ja, gut, dann bin ich jetzt also offenbar ein unsterblicher Geist. Inventar geht nicht. Geht mein Mobiglas geht noch. Ach, guck mal an. Ich könnte... Kann ich mich denn hier irgendwie ins Schiff reinsetzen? Das ist wieder was Neues, hat man so auch noch nicht. Also ich kann... Nee, ich kann es nicht anlegen, ich habe keine Maus. Geht denn mein Bett? Kann ich mich denn hier... Ich fürchte, ich muss mich wirklich selber umbringen. Aber das ist ehrlich gesagt gar nicht so schlimm. Wir sind jetzt eh schon bei 36 Minuten, das hat länger gedauert, als ich dachte. Ich bringe mich noch um und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und gehe dann hier wieder her und looten unsere Leiche, wenn es klappt. Wir gucken mal. Ich halte die Spannung auf jeden Fall aufrecht. Bis gleich. Shot ice into my veins. I almost wished I would rain.